Am 31. Mai 1997 fuhren dann die letzten Bahnpostwagen in Deutschland. Eine Ära war zu Ende. Für die Beteiligten ein Abschied mit Wehmut. Heute erinnert nun das Bahnpostmuseum in Lossheim am See an die lange Geschichte. Mehrmals am Tag sind die Dampfzüge des Museumseisenbahnclubs Lossheim am See auf der ehemaligen Merzig-Büschfelder Eisenbahn unterwegs. Lok 34, einst bei den Saarbergwerken in Diensten, hat in Merzig vor den Museumszug rangiert. Der Donnerbüchsenzug ist auf dem Weg. Vor Lossheim steigt die Strecke kräftig an. Mit von der Partie ist ein Wagen der Deutschen Bundespost. Der alte Polo stammt aus dem Postmuseum und ist über 40 Jahre alt. So wie früher wird die Post aus dem Packwagen verladen und dann zugestellt. Bahnpost. Eine Geschichte, die fast 150 Jahre zur Deutschen Eisenbahn gehört. Heute erinnern nur noch Museumswagen an die große Zeit der Bahnpostfahrer. Hoffentlich bleiben die typischen Wagen den nächsten Generationen noch lange erhalten.